So, herzlich willkommen zu einem neuen Rewe-Hall. Oh Leute, hier war wieder was los. Wer braucht denn auf jeden Fall Kaffee? Ich habe richtig abgespacete Produkte gekauft. Okay, das hier nicht, ne? Das kennt ihr schon, ne? Die Mozzarella Cheese Sticks. Und Nektarin ist auch unser neues Ding. Mir hat die Kleine heute in den ersten Zahlen verloren. Hat sich dafür hier Klebeohrringe ausgesucht. 4 Euro hat mich der Spaß gekostet. Und sie halten gar nicht. Dann gab es hier reduzierte Burger. Die werde ich heute machen. Und dann habe ich sie noch mal ein bisschen im Angebot gekauft. Ich warte auf meine Grilleinladung bisher, also falls ihr euch angesprochen fühlt, hier bin ich. Dann habe ich so was richtig Krasses gefunden. Zitroneneis-Sorbet. Okay, ich habe da schon einen Schluck von getrunken, wie ihr seht. Das schmeckt ziemlich nice. Das sollte man aber eigentlich einfrieren. Das wollte ich mal probieren, wie es dann schmeckt. Aber ich glaube, ich kann es nicht so gut ab. Das ist ein bisschen blöd. Mich ein bisschen geärgert. Naja, dann haben wir noch Eierlis. Und Bananis. Dann habe ich eine Wurst, die mich mal verarscht. Ich habe an der Kasse noch 1 Euro mehr bezahlt, aber sagen wir nichts zu. Ich werde das Gewinnspiel dann gewinnen dafür. Liebes Aoste-Team. Ja, dann gab es die kleine Geflügelmortadella. Und Leute, schaut euch die mini kleinen Tomaten an. So, dann gab es noch Brot. Das war nämlich im Angebot des Brot glutenfrei von Scheer. Das ist übrigens das einzige, wo auch wirklich weizenfrei steht. Dann habe ich mir nochmal die Gnocchi geholt. Von denen hatte ich letztes Mal schon berichtet. Und Ciabatta. Von der Rewe-Freimarke. Die haben übrigens mittlerweile richtig viel glutenfreien Kram. Hier ist nochmal der Smoothie in Erdbeer. Das schmeckt aber nicht so gut und ist ein bisschen quetschmäßig. Dann gab es Bergkäse, weil ich für Gouda leider zu geizig war. Dafür gab es Garnelen. Mais. Da hatte ich richtig Bock auf Peperoni. Ich glaube, ich mache mir da gleich eine raus. Dann habe ich richtig nice einen Kaffee geholt. Guckt erstmal euch an, wie hübsch das ist. War der günstigste, war im Angebot von Educho. Schick, oder? Das hat mich richtig glücklich gemacht. Dann brauchten wir noch 2 mal laktosefreien Joghurt. Und die hatten wir letztes Mal auch, die glutenfreien Salzsticks. Total lecker. 1,50 kostet ja nur. Das geht, finde ich voll. Noch mehr Würstelis. Sag mal, wie viel Mais habe ich denn gekauft? Noch mehr Mais? Dann hatte ich hier nochmal gehackte Tomaten. Was kann nochmal die Tomatensauce will? Dann hat sie sich noch Orangen ausgesucht. Ich glaube, davon werden wir gleich eine vernaschen. Und Salzbutter. 2 mal laktosefreie Milch. Und zu guter Letzt noch Olive. Ja, das war's. Das war's. Das hat mich irgendwie 70 Euro gekostet. Das tat ein bisschen weh. Aber ihr wisst, es tut in letzter Zeit irgendwie immer weh. Also ist es, wie es ist, ne? Sagen wir nichts zu. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich verabschiede mich schon von euch. Hier sind meine letzten Videos und könnt ihr mich irgendwo gerne abonnieren. Irgendwo da, ne? Bis zum nächsten Mal.